Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dich heute hier begrüßen hier zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Ja, ich möchte dir heute hier eine Kategoriegruppe euch heute hier eine Elf-Zinken-Gruppe euch heute hier vorstellen von Guila. Ja, wir haben hier, wie wir sehen, hier drei Varianten, nicht Modelle, wie ich sagen wollte. Das Ganze haben wir jetzt einmal hier hinten mit einer Art, wie soll ich sagen, also Feder, Striegel oder was das sein soll. Ja, soll das also besser verteilen, nachher was mal wieder aufgerissen hat, also glätten natürlich. Ja, das Ganze kostet hier nur 3000 Euro in Anschaffung. Wir haben hier 900 Kilo Eigengewicht, 70 PS, entsprechend 51 kW an Leistung, 2,80 Meter Arbeitsbreite, 15 km/h empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit. Miete kostet das Ganze 153 Euro inklusive. Ja, und dann haben wir hier als nächste Variante hinten, wie wir sehen, mit einem U-Eisen hinten dran, da was dies gleichen Zweck natürlich erfüllen sollen, das wieder das Feld zu kletten. Das Ganze hat jetzt ein Gewicht von 701 Kilo und der Rest bleibt natürlich dann gleich sogar der Kaufpreis auch. Ja, und wie wir sehen hier, die Miete natürlich hier genauso bei 153 Euro. Und als nächstes hier natürlich also ohne was mit dran. Ja, schade ist natürlich also, dass das gute Stück hier nur für PC verfügbar ist. Wundert mich irgendwie schon irgendwie, warum es nicht für die Konsolen ist, weil es hat hier nichts Besonderes dafür eigentlich so in Funktionen. Deswegen wundert mich das Ganze natürlich, dass es nur für PC verfügbar ist. Ja, das Ganze habe ich jetzt mal schon mal gekauft auf alle Varianten. Wir mal sehen. Ich habe mir gedacht, diesen stellen wir uns mal hier hin und schauen uns das Ganze an, wie das ausschaut mit komplette Verschmutzung und also Abnutzung. So sieht das Ganze her aus. Ja, eins, was ich hier ein bisschen immer noch schade finde, wenn man das eigentlich macht, so her mit den Verschleiß, man könnte auch machen, dass die Aufkleber auch ein bisschen nachher einen Verschleiß hätten. Das sieht doch optisch natürlich cool ausschauen, weil Aufkleber verschleißt der auch irgendwann mal, wenn man hier, wenn der also der Dreck dagegen fliegt von die Hinterreifen und so. So. Hier sehen wir das Ganze natürlich hier niegelnagelneu, außen eingepellt. Ja, wir können mit Simple IC die Unterlenkermontageschalen hinzufügen. Aufkleber, wie wir sehen, für Service im Nachschlagen hier auch vorhanden. Ja, und ich würde mal sagen, wir werden gleich das Ganze noch testen. Ja, wie das hier mit dem Helfer arbeitet. Das finde ich immer sehr interessant. Ich glaube, wir nehmen das mittlere Stück. Steigen mal natürlich ein. Wir starten hier unseren Trecker natürlich. So. Und schauen uns das auch an, wie das da mit unseren Helfer natürlich dann funktioniert. Wir mal sehen hinten das U-Eisen, das schaukelt. Es bleibt sogar jetzt irgendwie so Richtung Dings stehen. Irgendwie lustig ist das schon. Eigentlich würde ich sagen, wenn man jetzt beschleunigt durch den Fahrtwind, müsste das also von der Physik nach hinten ziehen. Naja, in LS gibt es eine andere Physik. Und da schauen wir uns das jetzt hier mal an. Starten wir auch gleich hier mit dem Helfer mal durch, um zu sehen, wie das Ganze natürlich mit dem Helfer also umgeht. So, schauen wir mal so ungefähr Pi mal Daumen. Schauen wir noch gleich, was wir hier noch machen können. Nein, wir können hier eigentlich nur gruppern damit, also keine Felder erstellen oder so. So. So sieht das Ganze optisch aus. Finde ich, kommt doch ganz gut rüber hier. Das Eisen. Ja. Oh, habt ihr gesehen, die Kette? die schiebt es weiter nach oben, wie wir hier sehen.
Der drückt, den drückt ein bisschen, die Spindel hat er ein bisschen vorne weiter reingegört, wie wir hier sehen. Und hier hinten drückt die Kette optisch ein bisschen nach oben. Und nach hinten weg. Tja. Finde jedenfalls schon mal sehr interessant, das Ganze. Und um ehrlich sein, er arbeitet relativ ganz gut. Das gefällt mir auf alle Fälle. Wie wir hier gerade sehen. Schauen wir mal, wie er noch dreht. Er fährt, ja, jetzt fährt er zu weit, also nach hinten. Da finde ich, da könnte jetzt, um ehrlich sein, Giants selber auch besser nochmal dran arbeiten in einem Update, finde ich. Aber sonst finde ich, kommt das echt ganz gut rüber, finde ich, auf alle Fälle. Da schauen wir auch gleich jetzt hier unsere Lok mal an. Da sehen wir hier, unsere Lok ist hier lokfehlerfrei. Das ist schon mal ganz super. Sonst gibt es hier eigentlich nichts allzu zu bemängeln, würde ich mal sagen. Das Einzige, was ich irgendwie ein bisschen komisch finde, ist hier, dass, ja, wie soll ich sagen, den, warum bleibt der, ach, der Drecker bleibt wieder mal nicht stehen. So, das, wie gesagt, also mit dem Winkel, das ist das Einzige, was mir persönlich jetzt nicht gefallen tut. Vielleicht sagt der eine oder andere, mich stört das auf alle Fälle nicht. Tja, mehr gibt es hier nicht zu sagen. Ich hoffe, euch hat natürlich hier mein Video gefallen. Wenn es dir gefallen hat, natürlich würde ich mich auf alle Fälle freuen, wenn du wieder reinschaust, natürlich über einen Daumen nach oben. Hiermit sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.